Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft, liebe Freunde. Und ihr seht schon, ich muss mal eben ganz kurz nochmal ein Fenster hier verschieben. So, und ihr seht schon, ich habe einen anderen Shader aktuell drauf. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war ein bisschen farmen und also ein bisschen Offscreen-Arbeiten gemacht. Und ich habe uns bereits ein bisschen Quarzproduktion und so. Gehe ich gleich drauf ein. Folgendes. Naja, die habe ich eher vorher abgestellt, damit wir farmen gehen können. Habe hier ein bisschen was an Material gefarmt. Kupfer, Eisen habe ich zwar auch gefunden, aber das habe ich schon zum größten Teil wieder verballert. Hier ist noch ein bisschen Rest übrig. Marble habe ich ein bisschen mitgenommen für den Aufzug und so. Und hier, Andesit habe ich ganz viel mitgenommen. Und zwar Andesit habe ich ja. Fiel mir dann so ein, als wir unsere Folge 1000 hatten und wir die Wege abgeklappert sind, wieso? Ah, lol. Und wir hier die Sa Wege abgeklappert sind. Jetzt will schon mal die Karte nicht laden. Hallo, Karte. So. Dann ist mir nämlich eingefallen, als wir hier in Folge 1000 bzw. 1001 waren, das hier ist alles Andesit. Das hier ist alles Andesit. Und da habe ich dann einiges mal mitgenommen. Und, ja, wie ihr seht, habe ich jetzt auch mal einen anderen Shader drin und mal ein bisschen für Abwechslung sorgen, ne? Und ich habe leider ein bisschen weitergebaut. Ich konnte es nicht lassen. Ich musste mich dann mit Create noch ein bisschen austoben offscreen. Hier haben wir jetzt. Ach ja, und man sieht es vielleicht hier. Ich habe den Item Physics Mod nochmal drin. Ich gebe ihm nochmal eine zweite. Den Items Physics. Den Physics Mod. Dem gebe ich nochmal eine zweite Chance. Die Produktion kannten wir ja bereits. Hier wird es dann gecrushed und so, ne? Hier kommt dann Kies an. Jetzt habe ich hier dann eine Produktion fürs Kieswaschen ja aufgestellt. Hab jetzt aktuell den hier abgeklemmt, aber dann wird hier der Kies gewaschen. Dann habe ich hier den Raum weiter ausgehöhlt. Und hier kommt dann quasi am Ende Eisen und Feuerstein raus. Und genau. Hab dann hier noch ein bisschen weitergebaut. Hier kommt dann im Endeffekt Kies rein. Der Kies wird gemahlen zu Sand. Hab's auch schon ausprobiert, ne? War aktuell gerade stillgelegt, damit ich euch es besser zeigen kann. Dann wird das gemahlen. Hier gefiltert nach Sand und Lehm, beziehungsweise auch Feuerstein. Heißt, wir haben jetzt hier Feuersteine und Moss. Und wir haben Ton als Nebenprodukt. Der Sand wiederum. Aua. Läuft dann hier durch, wird verbrannt durch das Seelenfeuer. Was wir ja letztens. Habe ich das in der letzten Aufnahme schon angedeutet? Nee, ich glaube nicht, ne? Oh Gott, ich habe doch zu viel gemacht mit Create. Nun, auf jeden Fall wird dann hier der Sand zu Seelensand gebraten, geht dann hier weiter, blub, blub, blub. Und der Seelensand wird dann hier in der Maschine gewaschen. Ich weiß, man könnte das hier auch noch anders bauen und effektiver wahrscheinlich. Aber ich habe erstmal Wert drauf gelegt, dass es funktioniert und dementsprechend dann das Einfachste gebaut. Ja, und dann wird der Seelensand gewaschen, kommt hier gewaschen wieder raus und am Ende haben wir. Tada! Netherquarz! Und den brauchen wir für Black Mesa, ja. Ganz viel. Und ich wechsle mal ganz kurz hier die Truhen, die Rucksäcke aus. Dann machen wir hier eben den. Ups. Den Netherquarz mit rein und auch mal ganz kurz den Stein. Und genau, als Beiprodukt kommen hier noch Gold. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir Gold brauchen. Wahrscheinlich wieder um zu walzen und Co. Aber jo, das hier habe ich hier unten so gemacht. Ja. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, habe ich hier noch Kohleblöcke rein, die oben von der Holzfarm sind, wo arsch viel Kohle produziert wird. Und hier dürfte eigentlich der Strom auch noch mit ankommen. Das werde ich jetzt auch mal wieder aktivieren. Und zwar in Einfügen. So. Einfügen. Einfügen. So, einfügen. Dann wird jetzt hier auch erstmal wieder gewaschen. Der Kies gewaschen, damit wir hier auch Eisen rauskriegen. Am Ende des Tages, ne? Hier wird er jetzt gewaschen, blablabla. Und dann kommt hier entweder nichts raus, so wie jetzt. Oh, ah, der macht ja jetzt stackweise. Habe ich nicht bedacht.
Shit, habe ich nicht bedacht. Dass er jetzt stackweise wischt. Okay. Dann müssen wir den Kies mal rausnehmen. Ich würde sagen, den füllen wir so lange auch in den goldenen Rucksack hier rein. Blub. Achso, das war nur ein Bruchstein. Gut, dann müssen wir den Kies... ich dachte, ich lasse das durchlaufen, weißt du, damit das Kies sich ansammelt, aber... Ja. War wohl nicht so gut durchdacht, weil... der Kies, der muss ja... einzeln dadurch, damit es richtig gewaschen wird. Stimmt ja. Pale von mir, aber gut. Macht nichts. Dann, ne, aber auf jeden Fall wird dann jetzt hier der Kies gewaschen. Entweder kommt nichts raus, Feuerstein. Oh, Entschuldigung. Oder es kommt hier, eine eigene Spucke übrigens gerade verschluckt. Oder es kommt hier jetzt mit ein bisschen Glück Eisen raus. Beziehungsweise Eisen-Nuggets. Das heißt, wir haben eine Eisen, eine Stein, Kies, Eisen, Feuerstein, Lehm, Sand, Quarz, Seelensand, was habe ich vergessen? Feuerstein, habe ich Feuerstein gesagt? Ja. Und Goldproduktion. Jetzt kann da nicht mal was rauskommen. Na gut. Kommt halt nicht aus jedem etwas raus, aber macht ja auch nichts. Auf jeden Fall wird er hier schön gewaschen. Und jetzt sieht man es. Ah, da sieht man es. Da ist jetzt ein Feuerstein rausgekommen. Da kommt der nächste Feuerstein. Und früher oder später kommt hier auch mal ein bisschen Eisen mit durch. Genau, und das lassen wir jetzt einfach laufen, würde ich sagen. Da ist wieder ein Feuerstein. Feuerstein, muss ich nochmal gucken, was wir damit machen. Vielleicht brauchen wir die auch noch für irgendwas. Ich hatte schon mal hier Feuerstein eingegeben, aber ich war mir ziemlich sicher, da gibt es nicht viel. Flint hatte ich, glaube ich, auch eingegeben. Flint, da gibt es nur diese Flintblöcke und so. Vielleicht machen wir da ein paar, damit es kompakter ist, Flintblöcke raus oder... keine Ahnung. Flintstones halt. Okay, das war schlecht. Ich gebe es ja zu. So, kommt jetzt hier auch mal Eisen? Also Eisen hat, soweit ich weiß, wenn man den wäscht, eine Chance von irgendwie 5% oder so. Wenn ich mich nicht irre. Wo war denn das Wascher... Wäschergedöns. Malen, ja. Ich glaube, irgendwo stand 5%. Oder 6% oder irgendwie so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geringe Möglichkeit leider nur. Mein Gott, jetzt habe ich aber wirklich Pech. Jetzt kommt nicht ein Eisen, wenn du hier stehst und guckst. Naja. Wie dem auch so... Ah! Man muss nur... Da haben wir den ersten Eisenklumpen rausgewaschen jetzt. Yay! Yay! Okay. Das lassen wir auf jeden Fall durchlaufen. Dann würde ich sagen, hier sind noch Kohleblöcke drin, ne? Habe ich... Ja, hier habe ich auch noch Kohleblöcke drin. Dann würde ich sagen, befeuern wir jetzt mal als allererstes... hier wieder, das hatte ich nämlich auf nicht aktiv gesetzt. Erstmal hier wieder. Und dann befeuern wir als nächstes den. Und ich hoffe, es wird jetzt einzeln rausgenommen. Überlastet, ja. Wo habe ich denn jetzt? jetzt find mal. Ach, da habe ich ihn schon gefunden. Irgendwo auf 20% oder so waren die, ne? Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wunderbar. Jetzt wird nämlich hier schön der Kies einzeln. Einzeln. Ah, oh, sehr gut. Einzeln rausgezogen. Umgewandelt in Sand. Und von hier aus geht's dann direkt in die Brennerei. Ne? Ich habe hier auch mit Förderbändern, ne? Die sind jetzt hier quasi nur, damit ich den Antrieb weiterleiten kann, ohne dass ich ständig Zahnräder einbauen muss, um die Drehrichtung zu beachten. Da haben wir auch schon gerade hier das erste Lehm reinfliegen sehen.
Wunderbar. Da kommt gleich das nächste Leben. Zack, da ist es schon. Flup. Und ich mag ja auch diese kleinen Flup, ne? Dieses von diesen Lamellen. Ja, auf jeden Fall. Muss jetzt aufpassen, wo ich langlaufe, denn sonst werde ich gebrannt oder ich werde gecrushed. Eins von beiden. Und das möchte ich nicht. Ah. Es läuft zu schnell. Mist. Ah, ich hab's zu schnell gemacht. Ich hab's zu schnell gemacht. Und jetzt fängt's ja an, unten zu lenken. 19. Ein bisschen langsamer müsst ihr laufen. Weil, es war nämlich ziemlich knapp, dass sich das Ding in Soul Sand verwandelt. Ah. Oh, jetzt fängt's aber hier wirklich an zu lenken, jetzt wo alle Maschinen laufen. Uiuiui. Jetzt machen wir mal auf beide auf 19, dann ist es ein bisschen langsamer. Wieso? 13 FPS, okay. Vorhin hatte ich hier 30. Gut, ich glaube, der Shader muss doch wieder wechseln. Aber jetzt geht's. Ah, wunderbar. Jetzt wird nämlich hier so ganz knapp, der ist so... Oh nee, der Shader muss wechseln, das geht nicht. Das ist mit den FPS wirklich zu crazy. Dann machen wir halt lieber wieder unseren klassischen Sildur Shader. Was wird das? Was? Wegen der Item Physics Mod vielleicht? Wegen der Physics Mod? Okay. Nehmen wir mal wieder den da. Wieso hat das halt doch vorher funktioniert? Okay, das wird die Physics Mod sein, hundertprozentig. Mal wieder die Physics Mod schuld. Und ich gebe ihr ja noch einen Versuch, ne? Ich gebe der Physics Mod einen Versuch und dann macht sie hier einen auf. Versuchen wir nochmal den. Okay, ich glaube, das ist wirklich die Physics Mod. Dann müssen wir wohl oder übel. Shader nochmal deaktivieren. Schade. Okay, ich meine, FPS ist trotzdem hier noch sau low, ne? Selbst ohne Shader. Naja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte ist, der Sand wird jetzt hier gebrannt, wie man so schön sieht, ne? Zack, kurz vor Ende erst. Ey, aber hier ist auch... Okay, das ist wirklich der Physikmod, hä? Okay, dann machen wir Folgendes. Wir nehmen den Physikmod gleich in der nächsten Aufnahme, also am Ende der Folge raus, weil dieses Gekrissel, diese Körnung, die geht mir ja jetzt schon auf den Nerv. Auf jeden Fall. So, kommen wir wieder zurück zum Thema. Hier wird jetzt der Sand zu Seelensand gebrannt, ne? Über Seelenfeuer. Dann wird er hier gewaschen. Und wenn er fertig gewaschen ist, kommt am Ende hier... Blub! Quarz. 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 Ah! Der Sand ist schon leer, oder was? Ah, ne, da. Quarz. Ich wollte gerade sagen, da gab es scheinbar nur eine kleine Unterbrechung. Wurde wahrscheinlich zu viel Ton gerade produziert. Quarz. Und ab und zu kommt hier auch mal ein Stückchen Gold mit bei, ne? Aber ist schön, dass jetzt hier überall Quarz produziert wird. Jetzt können wir Wunderbärchen einsetzen hier für Black Mesa. Das ist so geil. So.
Jetzt klicke ich mich mal einzeln hier durch eben. Obwohl, den Stack könnte ich ja eigentlich auch. Ja, das ist 100 pro die Items Physics Mod. Den Stack könnte ich ja auch eigentlich einmal hier so absetzen. Ah, der wird komplett reingezogen. Okay. Hoffentlich wird der jetzt auch komplett bis hinten durchgebrannt. Wahrscheinlich nein. Eher nein. Leider gar nicht. Leider gar nicht. Dann müssen wir ihn eben abfangen. Schade. Hatte ich gehofft. Dann müssen wir den einfach so dazwischen schmuggeln jetzt immer wieder ein. Das liegt hundertprozentig an dem Physics-Mod, dass jetzt hier die Shader so durcheinander sind, oder? Kann ich mir nicht anders erklären. Was ist, wenn wir jetzt hier bei der Physik die blockdynamisch... Ich glaube, da hilft nur komplett Neustart einmal. Weil jetzt die Kressels hier überall sind. Oh. Oh, so schön der Block, der Partikelmod auch hier ist, ne? Dass der jetzt nicht so gut kompatibel ist, das nervt mich ja. So. Ich hoffe, jetzt kommt hier auch alles ohne Sand an. Ja. 21 Stück werden natürlich nicht gebraten, das ist ja klar. Da gehe ich jetzt nicht durch. Boah, Alter, das nervt aber gerade ganz schön. Ach, weißt du was? Aus dem Sand wird dann eh nichts. Dann lassen wir den Sand jetzt einfach komplett crushen, weil das bringt ja nichts. Aus dem Sand kommt ja eh nichts raus mehr. Oder? Nee, ausgecrushten Sand, was soll da noch rauskommen, ne? Und selbst wenn da was rauskommt. Come on, egal. Ja, jetzt habe ich euch auf jeden Fall erstmal schön die Maschine hier gezeigt, was die alles so macht. Oh, die ist jetzt voll überfüllt, ne? Egal. Gibt es denn hier schon ein bisschen Eisen mehr? Oh ja. Fast ein zweites Stack. Sehr gut. Das lassen wir dann alles erstmal schön durchlaufen. Dann zeige ich euch jetzt noch ganz kurz die anderen Sachen. Dann habe ich jetzt zwar in der Folge nur gezeigt und nicht produktiv gemacht. Aber egal. Und zwar habe ich hier... War das hier? Ja, ich glaube hier eine Etage höher, ne? Ne, hier hinten. Hier war es. Hier habe ich schon mal einen Gang durchgehauen. Ja gut, hier auch schon mal einen Quarzblock hingesetzt, den ich übrig hatte. Schade, dass die Physik-Mod wieder raus muss. Aber ne, hier oben ist der Aufzug. Hier müssen wir noch ein bisschen den Gang dann fertig machen. Das habe ich jetzt auf jeder Ebene noch reingehauen, reingezimmert. So ein bisschen. Ne, also hier fehlt jetzt... Ne, hier fehlte nicht der Boden. Aber hier fehlt jetzt der Boden zum Beispiel. Da habe ich nur schon mal so ein paar Quarzblöcke hingemacht. Das haben wir jetzt halt hier auf jeder Ebene und da müssen wir dann jetzt in der nächsten Aufnahme, sobald der Item Physics Mod raus... Wieso sage ich mal Item Physics? Der Physics Mod raus ist, machen wir jetzt auf jeder Ebene da einen Aufzug hin. Dann hatte ich hier den Quarz mir entwendet und gedacht, wäre das nicht eigentlich cool, wenn wir hier doppelt so runter gucken könnten? Das wäre doch irgendwie schnieke. Na? Und von hier aus geht's dann, gut, da ist sowieso Lager, aber dann... Ja, weiß ich nicht, vielleicht hier Waffenkammer oder so und hier so die Unterkünfte. Ah ne, hier nicht die Unterkünfte, weil hier ist ja noch der Aufzug. Aber ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Hier so irgendwie Unterkünfte noch zu bauen. Gut, das muss natürlich hier auch noch zugebaut werden, keine Frage, alles klar. Und dann hast du halt hier auf jeder Ebene... Oh, ein Fledermäuschen.
Komm her, Fledermäuschen. Oh Gott. Die hat auch eine Physik. Oh Gott, jetzt tut sie mir leid. Schön gegronkt. Was? So. Naja, hier ist dann die nächste Etage zum Aufzug. Und da ist dann die nächste Etage zum Aufzug. So dass ich wirklich jede Etage hier bald mit dem Aufzug anfahren kann. Ja, hier bei der Weltraumforschung habe ich auch. Ja. Müssen wir uns vielleicht noch was einfallen lassen bei der Weltraumforschung. Aber hier habe ich dann auch, ne, in der Etage hingepfeffert. Wait a sec. Muss über der Weltraumetage noch. Nee. Uah! Oh. Ja, das müssen wir alles. Gut, wir haben ja jetzt einiges an Quarz. Das können wir so ein bisschen schon mal flicken. In der nächsten Folge dann, wenn ich. Aber ist das jetzt echt nur da unten mit dem Gekrissel? Weil jetzt hier habe ich wieder kein Gekrissel. Liegt das am Create-Mod in Kombination mit dem Physics-Mod? Hm. Ne, hier habe ich wieder gekrisselt. Minecraft ist manchmal wirklich eine Biatch. Okay. Dann haben wir hier in der Etage natürlich den normalen Aufzug, keine Frage. Mit dem fahren wir jetzt einmal an die Oberfläche, denn ich habe die Vermutung, das machen wir nochmal ganz kurz. Zack, wir sind oben angekommen, oh, ich liebe es. Ich habe nämlich die Vermutung, es läuft hier schon wieder. Willst du mich eigentlich veräppeln? Dieses Biom war gerade vor der Aufnahme komplett frei von Eis und Schnee. Komplett frei. Jetzt hat es geregnet. Und scheinbar checkt das Minecraft nicht, dass es, wenn es regnet. Oh Gott. Also haben wir im Prinzip hier jedes Mal. Es hat noch nicht mal was mit der Jahreszeit-Mod zu tun, sondern wir haben hier jedes Mal Schnee und Eis, sobald es regnet. Das heißt, das ist irgendein interner Minecraft. Kladderadatsch-Gedönsgefehle. Weil sie sich jetzt taut hier wieder. Och man. Der Physik-Mod ist ja schon geil, ne? Muss ich wirklich den rausnehmen? Ich bin hin und her gerissen. So. Hier ist ja genug Holzkohle drin. Hier ist genug Strom drin. Für die nächsten 200 Jahre. Und wie ich gedacht habe, es überfüllt, es überläuft, wie auch immer. Holen wir die mal eben alle raus. So, zack, schnelle Methode machen wir. Und dann gehen wir gleich noch kurz daraus ein paar Kohleblöcke craften, würde ich sagen, die wir dann unten so lange lagern und storagen. Weil das hier ist ja echt einiges. Und die bedarf scheinbar auch, ja, alle paar Minuten mal einmal eine kurze Überprüfung, ob die voll ist oder nicht. Und genau das gleiche vermute ich, dass hinten auch schon wieder voll ist. Mit hinten meine ich hier bei, sag mal schnell, genau da. Wie hieß es denn? Mein Gott, Lemkes. Also die Vermutung liegt nahe, dass Lemkes auch schon wieder überfüllt ist. Ich weiß nur nicht, ob jetzt, wenn das, wenn der Chunk nicht geladen ist, noch läuft. Das müssen wir nochmal rausfinden. Und ansonsten könnte man da ja auch einen Chunkloader hinsetzen. Fast nur voll mit Kohle, ey. Der Wahnsinn. Holzkohle im Überfluss. Kohlevorrat haben wir für lange. Einfach nur crazy. Ah, unsere schöne Baumfarm. Ein Äpfelchen. Ach so, ja. Stimmt ja. Ich bin tatsächlich noch im. Ich habe keine Mobs gerade an, weil ich im Peaceful-Modus ein bisschen das gefarmt habe. Aber gut. Ist jetzt so. Lalala. Gehen wir mal ganz kurz nach Lemkes gucken. Wahrscheinlich ist das auch schon überfüllt, ne? Und dann machen wir einen kurzen Cut. Ich starte nochmal ganz kurz neu, in der Hoffnung, dass dann diese komischen Schrillen. Oh ja.
Lemkes ist auch überflutet und hat jetzt hier Graphitbarren. Oh shit. Man hat jetzt Graphitbarren ohne Ende produziert, die jetzt hier reinlaufen. Oder auch nicht reinlaufen. Wieso laufen die nicht rein? Na gut, machen wir gleich. Wir lernen jetzt erstmal die Kiste. Oh Gott. Wir haben so viel Holzkohle. Das kriegst du nirgendwo unter. Da müssen wir auf jeden Fall Blöcke draus machen. Ach du heilige Maria. Ja, und was mache ich da mit den Graphit-Dingern? Mal gucken. Graphit-Rezepte. Mal gucken, was wir mit dem ganzen Graphit noch anfangen können. Vielleicht ja irgendwas von Ender.io oder so. Oh, holy Shololoni. Shololoni. Holy Macaroni. Ist das viel Kohle. Ach du Heilige, ey, du ahnst es nicht. Du brauchst ja gefühlt 5 Minuten nur, um hier die Holzkohle rauszuholen. Ist das Braunkohle da unten rechts oder was ist das? Aschebrick. Ah, lol. Gott. Oh Gott, selbst die Truhe ist jetzt voll. Die Truhe, der Rucksack. Ach du Scheiße. Der Rucksack ist auch voll. Ach, du ahnst es nicht, ja. Also um Kohle brauchen wir uns die nächsten 100 Jahre keine Sorge machen. Wir brauchen keine Braunkohle abbauen oder so. Ach, du ahnst es nicht, Hoppla. Shit. Ah, und jetzt weiß ich auch warum. Der produziert hier keinen Strom mehr. Und dadurch, dass er keinen Strom mehr produziert, kann auch nichts weiter verbrannt werden. Oh. Lup, lup, Holzkohle, 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 buh, brr. Bin ich jetzt hier wieder rasend schnell voll. Wahnsinn. Können wir die Graphitbarren nochmal brennen oder so? Nee, ne? Au, 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 au. Ah, ich habe ja keinen Feuerschutz mehr. Oh nein, bitte nicht draufgehen. Bitte nicht draufgehen. Nein. Nein. Oh, danke. Oh, das war jetzt der Peaceful-Modus, der uns gerettet hat. Holy shit. Ach, wisst ihr was? Ich nehme noch eine Folge auf. Dass die Truhe und das alles dahinter nicht verbrennt, ne? Ist schon mir ein Rätsel. Ich starte kurz neu, nehme noch eine Folge auf und dann... Genau, sehen wir uns gleich wieder. Gott, wir haben uns jetzt nur mit den Maschinen beschäftigt, eine Folge lang. Sowas werde ich in Zukunft offscreen machen, definitiv. Also, ne, solche Sachen hier leer machen. Weil das nimmt uns jetzt eine Folge weg, nur diese Baumfarm und die da hinten mal eben leer zu machen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ciao.